Zuschauer, die Rahmenbedingungen hier, die sind ideal. Der Platz in einem perfekten Zustand. Das Wetter, das spielt mal so richtig mit. Angenehme Temperaturen, blauer Himmel, die Sonne scheint. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Spieler aus. Die wirken gerade übermütig und voller Energie. Beste Aussichten also, wir freuen uns. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Er haut den Ball ganz lang. Physisch enorm präsent. Volland. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Und das Tor für Union Berlin. Unglaublich. Und damit geht Union Berlin in Führung. Ein fantastischer Abschluss mit einem herrlichen Volleyschuss. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten Spieler würden so einen Schuss in den Orbit jagen. Aber bei ihm, da sieht das fast so aus, als würde er es jeden Tag so machen. Das ist die frühe Führung. Augen auf und ab nach vorne. Er hat den Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Der könnte durchkommen. Absolut kein Vorbeikommen. Das nennt man effektives Passspiel. Und schwupps am Gegner vorbei. Kampel zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Aronson mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat dem Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. Spielverlagerung auf die linke Seite. Pass zu Volland. Aronson. Raus auf die linke Bahn. Gosens. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und der Abschluss. Am Tor vorbei. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdaddelt. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Sehr aufmerksam. Simmons. Und Bild. Er haut den Ball ganz lang. Physisch enorm präsent. Volland. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Und das Tor für Union Berlin. Unglaublich. Und damit geht Union Berlin in Führung. Ein fantastischer Abschluss mit einem herrlichen Volleyschuss. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten Spieler würden so einen Schuss in den Orbit jagen. Aber bei ihm, da sieht das fast so aus, als würde er es jeden Tag so machen. Das ist die frühe Führung. Augen auf und ab nach vorne. Er hat den Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Der könnte durchkommen. Absolut kein Vorbeikommen.
Das nennt man effektives Passspiel. Und schwupps am Gegner vorbei. Kampel zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Aronson mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat dem Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. Spielverlagerung auf die linke Seite. Pass zu Volland. Aronson. Raus auf die linke Bahn. Gosens. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und der Abschluss. Am Tor vorbei. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdaddelt. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Sehr aufmerksam. Simmons. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Kampel zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Aronson mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat dem Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. Spielverlagerung auf die linke Seite. Pass zu Volland. Aronson. Raus auf die linke Bahn. Gosens. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und der Abschluss. Am Tor vorbei. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdaddelt. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Sehr aufmerksam. Simmons. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Da sollte der Pass hin. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Gosens. Ab in die Spitze. So, und nun ist Pause.